Ein herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider mit einem weiteren Teil auf tödliche Obsession. Ich bin von Lyon, Gameplays als Hobby und wie gesagt, herzlich willkommen. Zuletzt hatten wir das Dokument Endzeit gefunden und haben hier vorher noch die ganzen Leute umgenietet. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Und ja, wir fangen jetzt an, hier ein bisschen zu schießen, weiterzugehen. Eigentlich wollte ich E drücken. So. Da ist auch ein Schalldämpfer vorne dran, oder? Zumindest sieht es danach aus. So, wir gehen nochmal ins Wasser zurück. Wir haben das Wasser hier noch nicht durcherkundschaftet. Lässt sich doch mit Sicherheit auch noch irgendetwas finden, auf jeden Fall. Wir gehen mal hier rechts rum. Erstmal an der Wand. Aber hier an der Wand ist wohl nichts. Das ist alles zu, ich sag's mal, zu uneben. Da kommen wir bestimmt nicht durch. Okay. Hier ist nur unsere Leiche, die wir hier runter geschafft haben. So, hier in der Mitte scheint nicht viel zu sein, außer ein paar Pflänzchen. Wir müssen hier noch so ein bisschen rumgucken. Irgendwie Überlebensversteck oder sowas. Wer hat dir gesagt, dass du da auftauchen sollst? So, hier waren wir noch nicht. Sonst hätte ich hier logischerweise das Pflänzchen eingesammelt. Ja, hier haben wir doch zumindest ein Überlebensversteck. Da wird jetzt natürlich hier wohl kaum direkt daneben noch eins sein. Von daher würde ich wohl sagen, das war's. Scheint so. Das heißt, weiter geht's. Nehmen wir mal mit. Ich habe so ein bisschen Bange, weiterzugehen. Ja, hier ist eine Trinity-Basis. Hey, Jonah, ich... Was ist hier passiert? Ich sagte, nichts kaputt machen. Abby, ich kann's erklären. Ich melde mich wieder, Lara. Genau. Bloß keinen Blödsinn. Klär das mal für mich. Das Porvenir-Camp infiltrieren. Oh, hier ist ein Lager. Sehr schön. Können wir speichern. Ein Fähigkeitspunkt. Kann man nichts mit anfangen. Aber mit dem Speichern können wir was anfangen. Sehr schön. Hier haben wir ein Dokument. Ein offizieller Bericht von Trinity. Die junge Croft ist aktiver und weniger vergeistigt, als es ihr Vater war. Trotz ihrer Intelligenz geht es ihr bei der Suche nach Artefakten nicht so sehr um deren Bedeutung und Geschichte, während sie gleichzeitig deutlich mehr Risikobereitschaft zeigt. Ohne eigene Kinder oder Familie kann sie sich gänzlich auf die Verfolgung ihrer Ziele konzentrieren, wobei ihr Verhalten teilweise an Besessenheit grenzt. Ein Umstand, der sie mitunter impulsiv oder unberechenbar erscheinen lässt.
Wir sind dennoch der Überzeugung, dass sie aufgrund ihrer Tatkraft und Persönlichkeit leichter zu beeinflussen sein und eher Ergebnisse liefern wird, wenn man ihr größere Herausforderungen in Aussicht stellt. Okay. Sollte sie darüber hinaus Informationen besitzen, die Richard Croft möglicherweise vor Trinity zurückgehalten hat, wäre dies schlicht ein Bonus. Ihre Rekrutierung wird von uns nachdrücklich empfohlen. Und trotzdem wollen sie mich ständig erschießen. Interessant, okay. Leicht zu beeinflussen bin ich. Angeblich. Das sehe ich jetzt aber nicht so. Aber gut, schauen wir mal weiter. Weil Commander Rourke den Bereich halten will. Keiner darf rein oder raus. Das weiß ich, du Klugscheißer. Aber warum? Das übersteigt meine Besoldung. Stammlöcher halten sie eher, um sich selbst im Stamm zu bedecken. Ah. Der LKW war wohl erst noch aktiv. Oh, ein Medikit. Bitte was? Oh, Schwarzpulver. Ach so, das ist so ein Schlamm. Nicht so ein Schlamm, wo man, ich sag jetzt mal, drin versinkt. Das ist hier normaler Schlamm, wo man noch gut drüber laufen kann. Jetzt habe ich das Geheimnis verstanden. Oh, habe ich mich jetzt voll zubedeckt damit. Meine Güte. So, hier haben wir noch was. Städtische Sache. Ein Bericht über ein anderes Suchgebiet von Trinity. Einsatzbericht. An Dr. Dominguez. Suchgebiet Matharuni Huyana. 5,816587-59,468158. Beweise für eine Migration der Maya entdeckt. Gebiet stellte sich nach weiteren Untersuchungen als Sackgasse heraus. Durchgeführte Maßnahmen: Überflutung des Ortes durch Umleitung des Flusses, Eliminierung der angeheuerten einheimischen Arbeiter, Vernichtung sämtlicher Hinweise auf unsere Anwesenheit. Sonstiges: Unruhen in einem nahegelegenen Dorf, tödliche Reaktion erforderlich. Gebiet abgeriegelt, Ort überflutet, natürliche Ursache vorgetäuscht. Mediale Verbreitung der Geschichte über den Anstieg südamerikanischer Flüsse infolge des Klimawandels eingeleitet. Mann, sind die mies, ey. Die Anwohner können doch nicht mal was dafür. Voll die Drecksäcke. Die verdienen es zu sterben. So, hier geht es nirgends hin. Da kann man es direkt verstecken. So, wir müssen wohl hier durch. Es war ja klar, dass dann natürlich die Leute kommen. Es ist fast geschafft. Alle Zugangspunkte und die meisten Barrikaden sind fertig. Fast ist nicht gut genug. Sichert den Bereich sofort und sorgt dafür, dass alles dicht ist. Ja, Sir. Darf ich fragen, Sir, was los ist? Zwei Leute sehe ich hier nur. Boah. Rambo. Errungenschaft Rambo, alles klar. Was zur Hölle geht hier vor? Ist hier noch einer? Ich hatte keinen gesehen. Oben sehe ich auch keinen. Das Aufklärungsteam soll sich beeilen. Da hinten wahrscheinlich, ja? Dieser Scheißort.
zwei Stück da hinten. Was zur Hölle geht hier vor? Jetzt will ich gerade noch mal was gucken. Wo habe ich meine Talente? Kann ich leider nicht sehen. Na gut. Dann wohl so, würde ich mal sagen. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Mann am Boden! Verdammt, sie macht Jagd auf uns! Ich bin nicht da. Sie darf mich nicht kriegen. Ich muss das Gebiet sichern. Dann mach das mal, ich glaube, du bist allein. Das muss ich mir ansehen. Die Frage ist, wo... Mann am Boden! Oh. Gott, ich muss dieser Sack... So, ich bin noch immer unentdeckt. Das ist doch schon mal supi. Aber das war es wohl nicht, weil sie ist immer noch in Deckung. An sich sehe ich hier aber niemanden mehr. Man sieht ja echt gar nichts in manchen Ecken. Entschuldigung, wenn es für euch dann auch so unübersichtlich ist. Genauer gucken, aber ich glaube, ich sehe hier niemanden. Flaschen. Ich weiß halt nicht, ob es hier irgendwo über den Versteck geht, deswegen gehe ich hier in jede Ecke mal hin. Okay, das Gebiet ist abgeriegelt. Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Falls doch etwas schieflaufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Erst hatten wir Alarmstufe Gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall Rot. Wir haben auf alles überreagiert, seit dieser Sturm getobt hat. Bewegen sich die zwei, oder? Wo habe ich jetzt die Flasche hin? Auf jeden Fall nicht mehr hier, wie es aussieht. Ich hasse diesen Ort. Die reinste Geisterstadt. Die gehen mal mit einem Schlag weg, mit so einem Molotow-Cocktail. Was ist da unten passiert? Wir sichern den Ort. Offensichtlich glaubt jemand an einen Angriff. Ich glaube. Durch was? Da unten ist nichts. Sicher? Wir haben etwas gesucht. Vielleicht haben die es gefunden. Und es war was anderes. Bisschen Feuer hier im Busch. Verdammt nochmal. Verluste!
Mann am Boden! Oh yeah! Jonah, Commander Rook ist hier in Peru. Er hat Trinity befohlen, eine Ausgrabungsstätte unter einer alten Ölquelle abzuriegeln. Willst du es überprüfen? Ja, ich werde nachsehen, was sie gefunden haben. Rook war dabei, als Dominguez in Cozumel den Dolch genommen hat. Sie müssen herausgefunden haben, was der nächste Schritt ist, um die verborgene Stadt zu finden. Nicht so gut, wenn die das herausgefunden haben. So, Kämpfen ist wohl vorbei. Lara steht normal. Das heißt, wir können jetzt wieder rumgucken. Ja. Oh, geht es hier weiter? Tatsächlich, okay. Dann gucken wir erstmal hier natürlich rum. Da war Fett. Alles voll. Ist Fett. Ich kann nicht mehr tragen. Ist voll, okay. Können wir vielleicht irgendwo hoch? Da oben kann man langlaufen, also müssen wir auch hier hochkommen. Ja. Ist hier oben was? Ne, hier oben ist nichts. Okay, also eigentlich total umsonst, dass man hier hoch kann. Also man kann hier noch höher. Aber es sieht nicht danach aus. Überlebensverstecke sind ja meistens irgendwo in der Ecke oder sowas. Alles voll. Ja, okay. Ich kann nicht mehr tragen. Ich hab's vergessen. Okay, wie es aussieht, gibt es hier eigentlich nichts mehr. Bergungsgut haben wir hier noch. Das scheint es aber gewesen zu sein. Okay, dann gehen wir doch mal ab weiter. Okay. Da unten ist Feuer. Pfad der Lebenden, Trinity's Ausgrabung untersuchen. Okay. Trinity ist selber tot hier unten. Hier hat ein Blutbad stattgefunden. Was ist passiert? Tja, wenn man das meistens wüsste. Hast du was? Nee. Das ist voll, das wissen wir ja mittlerweile. Ist das eine Karte? Nee. Stoff ist auch voll. Meine Güte, ist ja alles voll. Hier haben wir was. Und da ist eine Karte. Sehr schön. Okay. Soweit wir gesehen haben, habe ich hier wohl... Oder soweit wie ich sehe, haben wir hier nichts vergessen. Das ist schon mal gut. Hinter uns ist ein Dokument und dann, wo es weitergeht, wohl auch ein Wandgemälde. Da ist das Dokument. Tempeluntersuchung, ein Trinity-Bericht über die Ausgrabung des Tempels des Lebens. An Dr. Dominguez. Möglichen Zugangspunkt zum Tempel außerhalb von Kuwakyaku entdeckt. Ausgrabungsequipment ist unterwegs. Außerhalb Kuwakyakus. Also hier doch, oder? Das ist ja damit gemeint. Was ein Bohrer, ey. Boah, ey. Okay. Das
Es knirscht und knistert hier. Bin ich hier unten noch alleine oder? Oder weshalb sind die ganzen Trinity-Soldaten tot? Ah, da haben wir das Wandgemälde. Da scheint es weiterzugehen. War da nur ein bisschen heiß. So, was haben wir denn hier? Tempel des Lebens, ein Steinabrieb über den Tempel des Lebens. Vom Tod zum Leben, vom Neumond bis zum Vollmond, dient dieser Tempel als Wächter der Schatulle. Das hatten wir doch schon beim letzten Wandgemälde, weiter oben. Bevor wir hier zu auf Trinity gestoßen sind. Okay, interessant. Na gut. So, diesmal hüpfen wir mal übers Feuer. Oh. Jonah, ich bin jetzt im Tempel. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Erst nach dem Tor da vorne haben wir anscheinend noch was. Junge, Junge, hier drin ist bestimmt heiß. Pfad des Lebens, einen Weg finden, das Tor zu öffnen. Ein Fähigkeitspunkt. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. Können wir hier was drehen? Okay. Ah da, rechts. Genau, da ist das Symbol gewesen. Was wir hingedreht hatten. Okay. Ein Punkt. Also einmal Richtung D. So. Scheint wohl zu stimmen. Schön, dass es alles automatisch funktioniert. Wow. Jetzt, wo jetzt. Nur nicht runterfallen, Baby. Okay, huch, jetzt haben wir drei Stück. Stimmt mit dem hier überein, ich dann als wahrscheinlich die drei Punkte hier als nächstes. Als noch einmal die D. Die D-Richtung. Ich würde es jetzt zumindest mal so lassen. Was haben wir hier? Eins, zwei. Wir haben drei so Punkte, aber wir können erst nur eins noch einstellen, als nehmen wir noch mal einmal so einen Punkt. Scheint wohl zu stimmen. Noch eine Tür? Das kann nicht alles sein.
So, 50 Erfahrungspunkte und 50 Mal Tschüss. Nee, aber wir sind über der Aufnahmezeit. Wir sind schon bei 25 Minuten. Das war Shadow of the Tomb Raider mit mir von Nürnberg Game Desert Hobby auf tödliche Obsession. Wir stehen hier mitten im Lebenstempel anscheinend. Tempel des Lebens, so rum. Versuchen hier diese Türen eins aufzukriegen, zu schauen, ob hier die Schatulle zu ist. Wer wissen wir, wie es weitergeht, darf natürlich das nächste Mal einschalten. Ihr dürft auch gerne einen Daumen oben da lassen, ein Abo, falls ihr mich noch nicht kennt. Beziehungsweise wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, heute beim nächsten Teil wieder. Beziehungsweise auch bei anderen Let's Plays. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wünsche euch so gesehen auch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis denne. Tschüss.